mache den ganzen Tag, ja, ich bereite Essen vor, ich spüle auch ab und zu, wenn ich alleine bin. Meistens ist noch jemand da, der spült. Ja, ich verräume Ware, wenn neue Ware gekommen ist. Genau, das ist so meine Arbeit. Ich fülle Sachen auf, ich bereite Essen für den nächsten Tag vor, ich bereite das Frühstück vor, ich gucke, ob genug Essen für die nächsten Tage da ist oder so. Genau. Tja, das Beste ist eigentlich die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen und auch dass man sich auch ab und zu mal was Neues überlegen kann, was man so mal kochen könnte und so, genau. Wenn viele Kinder auf einmal zum Essen kommen und dann man oder die Kinder erwarten, dass alle sofort auf einmal Essen bekommen. Die größte Herausforderung ist, jeden Tag eine vegane, vegetarische Mahlzeit vorzubereiten, die dann auch immer anders sein sollte. Ja, wenn ich gucke dann aber auch im Internet, was man so machen könnte, um nicht jeden Tag dem Veganer oder glutener oder laktosefreiem immer das Gleiche zu geben, ne? Damit das so ein bisschen abwechslungsreich ist. Genau. Mein Lieblingsgegenstand sind die Messer. Ich habe mich schon immer für Messer interessiert und irgendwie, keine Ahnung, das hat sich so mein ganzes Leben lang durchgezogen. Es wird 80er bis 90er gehört, dann ein Radiosender, der die neue Musik abspielt, und ab und zu mache ich auch mein Handy an und höre dann, wenn ich alleine bin, meine eigene Musik, und ja, das ist dann nur, wenn ich alleine bin, weil die Musik hört kein anderer. Nämlich? Rock, Metal. Mein Lieblingshack in der Küche ist bei einer Zwiebel das Haarige hinten dran zu lassen. Und dann fällt die Zwiebel beim Schneiden nicht auseinander. Und dann kann man einmal quer reinschneiden und dann oben mehrmals reinschneiden und dann schön würfeln. Und dann den Strunk wegschmeißen. Ja, ich glaube, das schönste Erlebnis mit einem Gast war, dass er nicht geglaubt hat, dass es Essen für, ich glaube, der hatte Gluten- und Laktoseintoleranz oder ja, ziemlich viel. Und dann haben wir mit dem natürlich auch Essen gemacht. Und dann hat er mal so nachgefragt, ob es für ihn auch Essen gibt und so. Und dann haben wir ihm natürlich Essen gemacht und so. Und dann ja, war er ziemlich froh, dass es für ihn Essen gab. Und auch jeden Tag gab es was anderes und so. Und dann ja, war er am Ende seines Aufenthalts, hat er sich sehr doll bedankt, dass wir für ihn dann jeden Tag was anderes extra für ihn gemacht haben. Ja. Käsespätzle mit Röstzwiebeln, genau. Und dann so selbstgemachte Röstzwiebeln, genau. Das ist, und dann ganz frisch, schön, wo der Käse zerläuft. Ja, das ist mein Lieblingsgericht hier aus der Region. Man darf nicht einrosten, so, ne? Man muss immer Lust auf was Neues haben. Wenn ich Leuten erzähle, dass ich in der Küche arbeite, reagieren die meisten: "Oh, das ist aber cool, was machst du, oder was machst du da, und hast du das schon mal gekocht, hast du das schon, oder, ne?" Ja, also eigentlich nur Positives. Meine größte Inspiration war früher immer Tim Mälzer. Und ja,
wenn ich irgendwas sehe, was mir gut gefällt, auch bei anderen Köchen oder so, dann gucke ich dann im Internet und versuche es irgendwie auch anders vielleicht umzusetzen oder genauso umzusetzen und das dann in unsere Küche zu bringen. Ich bin Moritz und ich bin Teil der Jugendherbergen.